Bruno S. ist 69 Jahre alt und wohnt in Berlin. In den 70er Jahren wurde er als Kaspar Hauser und Strossig in den gleichnamigen Werner Herzog-Filmen international bekannt, ohne jemals wieder ein einziges Filmangebot erhalten zu haben. Kann Werner Herzog auch solche Bilder malen? Kann Werner Herzog auch solche Lieder komponieren? Mit seinem Gefolge? Wahrscheinlich nicht. Es dämmert, es zieht Regen auf und die größte Wolke, die schwärzeste, das ist denn das Lied, was denn der Bäcker singt. Mit den Tränen in den Augen von einer steilen Felsenwand stürzt er sich hinab in die Flut. Oder er wurde geschubst. Meine Lieben, leb wohl und verzeiht mir. Ein Zigeuner, der war ich ja nur. Und der Berggeist, der sang ihm leis sein Sterbelied. Diesmal ist es Johannes Brahms, der rote Felsen. Und die Bäume, die weinten dazu. Habt ihr schon mal Bäume weinen hören, wenn es regnet und die Tropfen kommen runter? Dieser kleine Raum war der kleine Operationssaal von Wiesengrund. Und da wurden die Menschen abgefertigt mit Genickschuss und Luftballon. Das war eine Enzephalographie. Der Genickschuss war zum Beispiel die Lumbalpunktion, die Genickpunktion. Und der Luftballon war zum Beispiel, wenn sie die Leute da Luft drin gepumpt haben zum Röntgen, nicht, damit dieses Gehirn nicht auf den Knochen stößt, nicht, das schwimmt tut. Das hat ungefähr 24 Stunden gedauert, nicht, bis sich das dann wieder eingeordnet hat. So, das war die Enzephalographie. Nicht? Und heute kann man sagen, sieht der Raum friedlich aus. Was hatte er mal gesagt? Ich sehe einen Berg, auf den viele Menschen aufsteigen, wie in eine Prozession. Und da oben ist der Tod. Da habe ich das Meer gesehen. Ich habe einen Berg gesehen. Und viele Menschen, die sind auf den Berg aufgestiegen, wie in einer Prozession. Da war viel Nebel. Ich konnte es nicht ganz klar sehen. Und oben, da war der Tod. Nein, da wird er ja wieder mal fein aussehen. Aber was werden sich die anderen denken, die hier im Hause wohnen? Die sind ja genauso wie die da. Der eine sieht so aus und der andere, der sieht so aus. Die wollen alle was sein. Und in Wirklichkeit sind sie Dreck. Die merken das nicht. Versuche aus den Schlechten das Beste zu machen.
und lass dir nicht unterkriegen. Sei hier, was du kannst. Das geht niemals was an! Immer nur lächeln! Die Masken aufsetzen!